Die Kuh, die sie gerade so lautstark begrüßt hat, gehört zum Schultenhof von Alfred Schulte-Stahle. In natürlicher Mutter-Kuh-Beziehung weidet die Herde Fleckvieh, auch Simmentaler Fleckvieh genannt, auf der Ruhrhalbinsel direkt gegenüber des Schultenhofes in Hattingen an der Ruhr. Die Kälber sind alle zwischen 2 und 14 Tagen alt. Sie sind durch natürliche Fortpflanzung entstanden, also keine Besamung. Die Kälber werden in sogenannter Ammenkuhhaltung aufgezogen. Sie profitieren von der Muttermilch, das heißt, alle Milch wird nur für die Kälber gebraucht. Dem Schultenhof ist es wichtig, dass kein Futter zugekauft wird. Bei uns kommt es aus eigener Herstellung. Wir produzieren und verfüttern nur reines Biofutter. Ein paar Worte zur Rasse. Das Simmentaler Fleckvieh ist eine Rasse des Hausrindes. Die Urheimat dieser Rinderrasse ist vermutlich das Berner Oberland Simmental. Ab 1835 wurde das Fleckvieh aus dem Simmental nach Deutschland importiert. Heute ist es auf allen Kontinenten zu Hause und Garant für höchste Qualität. Artgerechte Tierhaltung, keine industrielle Massentierhaltung. Das ist die Philosophie des Schultenhofes. Wir haben das Motto: Kulinarisches ökologisch. Zufriedene Tiere im Einklang mit der Natur. Was will man mehr?